So, da sind wir wieder. Gleich wird alles neblig. Und wir gehen dann runter in den Dungeon. Ah, hier war der andere Typ. Das andere Auge. Oh, scheiße! Eventuell sollte ich sie nicht auf die Slots legen. Ist natürlich ungut. Hätte ich weglegen, Alter? Holy shit. Aber vielleicht darf ich sie nicht ausgerüstet haben. Nein, die kann ich echt nicht weglegen. Ist ja gay. Huhu. Okay. Also drei Bomben haben wir jetzt noch übrig, nachdem ich wieder eine verballert habe. Deko, Nüsse und eine Schleuder. Okay, ist das jetzt noch was? Nö. Können wir also wieder stolzen Schrittes rausmarschieren. Ich hätte aber gerne meine Truhe. Langsam ist mein Inventar nämlich ein bisschen voll. Ich kann es auch mal ein bisschen anordnen hier. Bumerang brauche ich erstmal nicht mehr. Dekonüsse, eine Fackel. Hoppla. Die Pendants bleiben da. Die Slimeboards können hier hinter. So. Und die Bomben hätte ich auch gerne abgelegt. Aber... wie dem auch sei, dann bleiben die halt hier dran. Ist mir auch Wumpe. So, okay, dann haben wir also, denke ich mal, na, noch nicht ganz. Wir brauchen noch zwei dunkle Knochen, um diesen einen Beutel zu bekommen. Oh mein Gott, das kann auch noch dauern. Okay, also auf dem Teil ist noch nicht alles erforscht. Hier gibt es ja auch viel mehr, wie dieses ganze Schneezeug. Aber sieht erstmal alles ganz gut aus. Da ist der Typ gewesen. Hier geht es erstmal wieder raus. Und wir gehen zurück in die Gerudo-Wüste. Ich glaube, hier ging es lang, oder? Ja. Der Forte Dungeon. Ah, ein Skelett sollte ja noch drin sein. Wenn es nicht respawned ist. Ich werde mir den Weg, glaube ich, nie merken. Aber hier weiß ich, dass ich nicht links lang gehen muss, sondern rechts. Und da sind wir eigentlich schon wieder raus. Ne, war? Irgendwo hier? Genau da. Irgendwo Licht, Licht, Licht. Ah, da ist Licht. Super! So, jetzt können wir hier langlatschen. Wieder die köstliche Gerudo-Musik genießen. Da war... was war hier drinne? Ach genau. Hier konnte ich die ach genau, mit der Schaufel kann man irgendwelche Blöcke abnehmen. Speziellen waren das gewesen. Aber der Verwendungszweck erschließt sich mir gerade nicht so ganz. Okay. Er erschließt sich mir nicht so ganz, also bleibt er erstmal weg. Mir auch Schnurze. Ich bin jedenfalls froh, dass ich das Ganze nicht nochmal machen muss, da die Bomben ja erschienen sind dann. Pros Spinnen Slayer. Okay, weiter geht's. Hier haben wir den Bogen herbekommen. Ich muss sagen, um 1.45 Uhr nach bin ich nicht mehr so ganz der Wacheste. Vielleicht sollte man nicht so tief in der Nacht spielen. Aber für Adventure, Zelda Adventure, tue ich das doch gerne. Hier gebe ich wieder was zum Traden. Was wir leer haben. Okay.
Der gibt mir einfach so. Nett, wie er ist, eine leere Bottle. Und ja, zwei Bäumchen haben wir noch übrig. Und eine brauchen wir eigentlich nur drin. Jo, darauf haben wir gewartet. Auf geht's. Ich lasse mich raten, hier passiert gleich wieder irgendwas. Warum hat mich das null gewundert? Wir sind ja also im Dungeon 4. Da ist die Kiste, die wir brauchen oder die ich möchte. Ob die überhaupt noch relevant ist, weiß ich gar nicht so ganz. Probieren wir es einfach mal. Dungeon 4. Theoretisch könnte ich die auch alle mit dem Bogen wegratzen, die Typen. Aber ich lasse das mal wohl. Alter, sterben die mal? Okay, da sind meine Pfeilvorräte erschöpft gewesen. Da stecken vielleicht noch mehr. Okay, das sind nicht meine. 40 Pfeile habe ich nur noch, ist natürlich ärgerlich. Aber was soll man machen? Hier kann ich mich erstmal von Liane zu Liane wieder schwingen. Hier ist etwas, was noch wächst. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Schalterinchen. Heißt also erstmal, hier ist nichts los. Das sieht mir zu gefährlich aus, also gehe ich hier rein. So. Schild und Schwert. Mit die laufen drüber. Okay. Muss ich mich immer gerade kratzen, immer die besten. Der beste Zeitpunkt, wenn man sich kratzen muss, wenn die Feinde kommen. Ich werde hier so ein bisschen durchgenagelt, muss ich sagen. Hinter mir ist nämlich noch jemand. Wurde ich etwas durchgenagelt. Okay. Hat sich also Teil 1 von dem Ding geöffnet. Ich hoffe, die Stacheln sind weg. Sind sie nicht? Das ist natürlich eine gute Frage, wie ich hier rüberkomme. Gar nicht. Okay. Dann werde ich jetzt einfach sterben. Und jetzt kommen die Skelette wieder, habe ich recht. Ach, ist doch Kacke, Alter. I hate the Skeleton. What the fuck? Was sind das für Pfeile? Okay, das sind ganz normale Pfeile gewesen. Geile Sache. Ja, hier war das, wo wir gerade. Das ist aber noch ein Knochen. Na egal. Und hier ist höchstwahrscheinlich. Okay, hier muss ich Knöpfchen drücken. What the fuck? Okay, da konnte ich gerade nicht jumpen. Deshalb auch immer, aber bis die Spinnen tot sind, dann geht's mir wieder besser. Oh, die zweite fehlt nur noch. Ich kann nicht springen. Auch nicht schlecht. Ach, das sind also nacheinander auftretende Fallen sozusagen.
Wäre aber natürlich geil, wenn die ganzen scheiß Bogenschütze nicht die ganze Zeit kommen würden. Ey, geh mir so richtig auf den Piss, die Dinger. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, oder? So ein kleines bisschen. Und der zweite Teil erfüllt sich da hinten. Zu einem weiteren Hebel, den man betätigen kann, weil es hier noch nicht genug Hebel gibt. Also bin ich intuitiv richtig gelaufen. Da haben wir ein Knöpfchen. Hui! Da gibt's längere Palmen, war ja klar, längere Ranken. Und da darf ich jetzt also wieder zurücklatschen. Zu dem Gate, wo ich eigentlich schon anfangs war. Ich hoffe nicht, dass ich gegen die Biester kämpfen muss, die mir schon wieder zierisch auf den Sack. Okay. Wie kann ich mich da hochhangeln? Ah ja. Vielleicht sollte man auch nicht fallen, sonst sterbe ich ja alles noch. Ja klar, warum nicht? Komm, springe ich jetzt noch in den Tod. Kann ich mir den Scheiß wenigstens sparen? War ja klar. Warum sollte ich mir Scheiße sparen können? Wäre ja langweilig. Herrgott, wie mich die Dinger anpissen, das ist so unglaublich. Aber hier gehen gute Pfeile. Das muss ich schon sagen. So. Irgendwann. Ach, egal. Hier komme ich gerade noch so rüber. Na gut, sind nur Nahkämpfer. Nichts Besonderes also. Goldener Schlüssel. Den ich hier benutze. Puh, ja. Yeah, Jump and Run Action, good job. Really? Really, dude? Ich hoffe, ich muss diese Sandblöcke nicht nutzen. Dahin komme ich nicht mal. Dafür bin ich schon zu blöd, darüber zu jumpen. Gute Frage. Wohin zuerst? Dann wollen wir hier lang. Also aufpassen, dass man nicht von den Sandblöcken erwürgt wird. Drei Knochen ist ja nicht so, dass ich schon genug habe. Na, nur überall, wo die Löcher sind, kommen die raus, ne? Herrgott, nochmal sind die abartig. Nein, meine Truhe. Meine Truhe. Na gut, dann halt nicht. Dann ist das hier noch meine Truhe. Ah, wir haben drei. Ne, einen Silberkey bekommen.
können also mal ganz gechillt hier rauslatschen. Und bevor wir hier weiterlatschen, gibt es ein kleines Päuschen und wir werden dann mal. What? Okay, jetzt ist der Sound gewesen. Also bis zum nächsten Mal, Erdark, mit Zelda Adventure Minecraft. Whatever. Bis dann.